Einen wunderschönen guten Tag damit recht herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge vom Let's Play Omsi 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute auf der Map Waldhofen und schauen uns heute an die MAN Line City Familie. Und genau, das sind verschiedene Busse, die bisher noch genau im Aufbau sind. Da kommen immer mehr dazu und aktuell verfügbar ist schon das Paket mit den Solo-Bussen, das heißt mit dem A21 und mit dem A20 in verschiedenen Variationen, sowie ein A23, also der Gelenkbus. Und die Busse basieren alle auf dem Line City von V3D. Und das wurde so ein bisschen modularer gestaltet, das heißt, wir haben hier verschiedene Versionen. Fangen wir gerade mal an. Achso, wir fangen mal mit dem hinteren Bus an. Ne? Man kann relativ viel per Set-Vars, also mit diesen Variablen einstellen. Wie man ja schon sieht, das ist quasi zweimal derselbe Bus. Der A21 Dreitüre gibt es auch als Zweitürer-Variante. Wir fahren jetzt hier mit dem Dreitürer, weil das eben eine Version ist, die es so noch nicht gegeben hat. Genau, wir haben hier Außenschwenktüren, wie wir sehen können. Hinten können wir so einen Fahrradständer dran klatschen. Matrix können wir breit, nicht breit machen, sehen wir auch im Unterschied zu vorne. Dann eben ganz cool, hier haben wir jetzt diese Art von Sitzen verbaut. Im vorderen Bus werden wir sehen, haben wir andere Sitze. Wir haben einmal ein VDV-Dashboard. Vorne haben wir das aus dem A20, das MAN-eigene. Genau, das sind so grundsätzlich die Dinge, die hier drin sind. Radkappe und so ein Kram kann man natürlich auch alles einstellen. Das ist auf jeden Fall schon mal das. Gehen wir gerade bei dem Bus nach vorne. In das vordere Fahrzeug, wie wir da schon sehen können, haben wir hier die etwas bequemeren Überlandsitze verbaut. Können wir, wie gesagt, alles speichern. Und nein, das ist keine, also es ist nicht eine nicht vorhandene Textur, sondern das ist einfach ein bisschen hell. Wie wir hier sehen, wenn das nicht gegen die Sonne ist, dann ist das nicht ganz so extrem. So, wir können ja vielleicht schon mal so ein bisschen genau Licht anmachen im Fahrgastraum. So sieht das aus. So ist das mit den Türen auf jeden Fall. Genau, die können wir jetzt hier tatsächlich auch alle steuern. Aber hätten nochmal auf, testweise. So, genau. Das ist auf jeden Fall so das Ding. Aber noch unsere Innenanzeige auf jeden Fall. Und das ist eben auch die Serie, aus der der A25, also die A25 Beta kommt, die es schon gibt. So, genau, mit dem Knopf hier kann man das Dashboard verstellen. Da, der gute Kollege da mit dem Lenkrad drauf. Also nicht wundern. Genau, wie gesagt, den A25 kommt man vor einer Weile schon spielen. A25 ist ja der lange, die lange Variante. Ach, was wir auch noch sehen können. Genau, wir haben jetzt hier den Spiegel. So, diesen Spiegel. Und hier hinten haben wir, ganz kurz gucken, den Spiegel. Genau, das sind, wie gesagt, einige der Sachen, die man eben per Repaint einstellen kann. Sind es bestimmt nicht alle Unterschiede gewesen, aber ich denke mal, ein ganz guter Überblick. So, da ich jetzt die ganze Zeit hier die Dinger da gewechselt habe, die Fahrpläne, muss ich jetzt natürlich auch einen neuen Fahrplan annehmen, weil falsche Richtung, ne? Wir müssen fahren vom Mühler Forst. Genau, 8 Uhr geht's los. Okay. Weil mit aktivem Fahrplan, wir kennen ja Omsi, kann man die Busse nicht wechseln. Von daher, das war auch zu früh. Ich bin ein Depp. So, ne? Ein Depp ist ja auch noch der Bur. So, genau, das ist auf jeden Fall mal so grob das Ding. Wie gesagt, verschiedene Dashboards und da soll auf jeden Fall auch noch mehr kommen. Verschiedene andere Varianten. Es gibt auch Version mit dem Erdgastank oben. Das wollen wir uns heute aber mal nicht anschauen. Wir bleiben jetzt mal bei der Version. So, genau, zweite Tür haben wir noch offen. Das ist natürlich in Ordnung. Ansonsten können wir jetzt hier auf wir könnten Fahrscheine und so ein Kram auswählen. Ist jetzt die falsche Richtung, denke ich mal. Route 2 zum Bahnhof, genau. Das Einzige, was ich mir gemacht habe, wenn es bei euch anders aussieht, ich tausche ganz gerne die Texturen hier aus. Ja, ich mag das nicht mit dem Grau. Ich mag das immer mit dem Blau. Ist aber ein persönliches Ding. Kann man sich, wie gesagt, aus allen anderen V3D-Bussen einfach die Texturen für die Box hier zusammen kopieren. Sodele. Genau, das ist aber schon ganz schön hell mit dem Licht, ne? So, 8 ist wahrscheinlich das bessere Licht, ne? 8 ist immer das bessere Licht. So, genau, der Kollege steht da hinten, der soll da schön stehen. Warum schildert er den Bahnhof jetzt nicht? So, und Mühler Forst schildert da Route 2. Waldhofen Bahnhof, da haben wir das doch. Okay, wo ist der Buswechsel, mochte er wahrscheinlich nicht. Wir ziehen gerade mal vor. So.
So, genau, das ist wie gesagt aber der andere Spiegel. Da muss ich mir ein bisschen dran gewöhnen, aber das sollte passen. So, warte mal. Feststellbremse und Außenschwenktür. Genau. Einen wunderschönen guten Tag. Einmal einsteigen. Eine Fahrkarte, bitte. So, aber kann sagen, ihr seid aber sehr gesprächig heute. Einzel. Oh, ja, okay. Ah, das ist nicht richtig. Ich hab die falschen Texturen kopiert. Haha. Okay, ja, ich hab's verstanden. Die Hände verkockt. Das stimmt doch nicht von der. Ich hätte doch die andere Textur nehmen müssen. Ja, ist jetzt halt so, ne? So, jetzt ist 8. Abfahrt. Hätte jetzt gesagt, oder? Ah, hier ist Abfahrt. Ich wüsste jetzt nicht, was ich mir da vorwerfen lassen kann. So, zisch und einmal los. Das heißt, wir bewegen uns einmal los. Nur die anderen Varianten habe ich jetzt an der Stelle mal nicht vorgestellt. Wie gesagt, ja, 25 sind wir schon mal gefahren. Und den Gelenkbus wollen wir uns eigentlich unbedingt zeigen. Ich wollte jetzt einfach mal eine Variante zeigen, die wir so jetzt... Ja, dann machen Sie das doch gerne, meine Dame. Nee, machen Sie das nicht. Das ist, fahren Sie lieber mit uns. Der Bus ist super. So. Wir müssen eine 8 bitte abfahren. Dann, ja, ich weiß Bescheid. Dankeschön. Ihr wisst Bescheid. So, ich bin ja schon ewig nicht mehr gefahren auf der Karte. So, jetzt lassen die Kollegen da mal rumstehen. Das ist uns egal. Oh, das leuchtet aber auch. Alter, Latz. So, ganz schön laut. Naja, so ist es halt. Jetzt haben wir da auch eine schöne Sicht. Nächste Haltestelle, hier. Siedlung Müllertal. Okay, das ist natürlich ein bisschen leise mit dem Bergabfahren. Ich habe gedacht, wir können jetzt immer mal so ein bisschen was hören vom Bus, aber okay. That's difficult, so. Ja, hier ist aber ganz schön bergab, du, ne? War ich hier schon mal? Also ich weiß, dass ich die Linie mal in die Gegenrichtung gefahren bin vor Ewigkeiten. Aber ansonsten ist das immer Waldhofen immer relativ selten unterwegs. Deswegen habe ich mir das auch mal ausgesucht. So kann man das so sich die Dashboard-Beleuchtung auskennen, noch aus dem anderen Bus. Aus den anderen Bussen, wie gesagt. Genau. Ja, es ist halt ein bisschen leise, müssen wir irgendwie mal gucken, ob wir da. Vielleicht mal bergauf, beziehungsweise auf der Geraden mal ein bisschen danach schauen. So, das ist auf jeden Fall das Ding. Wie gesagt, welche Varianten sonst noch so im Bau sind, müsste man mal schauen. Auf jeden Fall sind noch ein paar andere in Arbeit. Und wie gesagt, hier eben die Änderung zu dem Bus von V3D, dass einfach verschiedene, das heißt, sehr viele verschiedene Varianten eben uns per Repaint CTI-Variablen zusammenstellen können, ne? Wie wir auch vorgesehen haben. Selbes Busmodell. Gut, okay, das Einzige, was man quasi unterscheidet, ist das Dashboard. Das kann man nicht per Variable umstellen, also per Repaint. Aber der Rest ist alles Repaint-abhängig. Individualisierbar. Nächste Haltestelle, Wunderwald. Ach, der gute alte Wunderwald. So ist es. So. Wollen wir aber nicht allzu schnell fahren. Müssen den Bus ja nicht gleich kaputt fahren hier. So, dann rauschen wir einmal da vorne lang. Ja, 50 sind hier. Ja, plus minus ein bisschen, da geht schon. So. Genau, dass wir da rechts sich anecken. Links passt das sowieso. Ah, das ist ganz schön hier, ne? War das nicht sogar die Linie, wo ein Teil aus Winsenburg kommt? Ach genau, da hört man es ein bisschen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, welche Linie das war. Also mal schauen, ob das vielleicht sogar die Linie hier war. So. 50 haben wir hier. Ja gut, das sollte man aushalten irgendwie. Genau, den A20 habe ich mal nicht genommen, weil er wie gesagt relativ viel ähnlich ist wie in der A20-Variante direkt hier. Drei Türe gab es halt wie gesagt noch nicht. Und das Ganze hier mit der doppelten Außenschwenktür ist glaube ich auch nochmal ein etwas sonderbareres Feature. Ist wieder niemand. Okay. Niemand möchte in den Wunderwald. Da ist der Wunderwald wahrscheinlich. Hm, dass da keiner hin möchte in diesen schönen Wunderwald. Das wundert mich aber. Ja, der ist einfach top, der Witz. Ich bin sehr stolz auf mich. Aber die Richtung ist ja spriteffizient, muss ich sagen. Du bist fast bloß am Bremsen. Oder am Rollen lassen. Also Aquimec gibt es ja sonst nicht, ne? Ja, kann man mal machen, ne? Wie gesagt, später in der Innenstadt wird es vielleicht ein bisschen anders, aber ansonsten geht es hier einfach nur... Geht bergab, wie mit dem Let's Play hier, ne? Das ist ganz normal. Ja, es sind nicht ganz die 50. Ich weiß, aber ich habe doch schon extra den Retarder drin.
So, jetzt haben wir die 50. So, links rum. Genau, schon. Wir haben hier die dynamischen Hilfspfeile. Ich kann es vergessen. Komm, unten an der Blinker-Sound. Haha. Da kenne ich doch sofort. Nach Waldhofen, ja, genau. An dem Bahnhof. So sieht's aus. So, da müssen wir lang. Oh, ich erinnere mich absolut nicht an die Linie, aber die ist eigentlich ganz cool. Warum bin ich denn nie gefahren? Ja, generell Waldhofen ist irgendwie jetzt eine Karte, die jetzt nicht so... Oh, war knapp. Ist jetzt sowieso eine Karte, die jetzt nicht sonderlich viel Aufmerksamkeit findet. Warum ist kein Mensch hier? Okay. Genau, deswegen... Können wir mal wieder machen. Hat so ein bisschen, finde ich, auch schon, hat schon was bisschen so von dem Laurensbacher Baustil, der dann in Laurensbach so ein bisschen verbreitet ist. Also so vom Kartenbaustil her. Nicht weggesammelt. Krass. Okay. Gut, dann bin ich ja beruhigt. So. Mhm. Läuft heute. So, wo fahren wir denn hier lang? Mhm, da ist ein Pfeil. Ich werde ihm folgen. So, das wäre dann einmal hier rum. So, passt das da? Ja, locker. Dann von... Ah, das ist aber cool hier. Genau, das da erinnere ich mich so ganz bisschen. Aber das ist echt cool. Warum fahren wir Waldhofen so wenig? Nee, jetzt mal ernsthaft, wirklich, das ist... Ich finde das voll cool gerade. Schade, dass wir das so selten fahren. Okay, das mit dem lassen wir mal besser, sonst rauschen wir echt noch irgendwo gegen. So, ihr wollt doch bestimmt mit hier, ne? So, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Ist kalt draußen. Ja, komm, kommt jetzt mal rein hier im Bus, da ist angenehm. Wahrscheinlich nur 1-2 Grad wärmer als draußen. Ja, ist es wirklich kalt. Ich tut mir auch leid. Das Einzige, was mir gerade ein bisschen aufgefallen ist, das, was mich ein bisschen triggert, ist, wenn man hier mal zumacht. Da gehen die Türme so weit zu. Guck mal, seht ihr, dass quasi hier das andersfarbige Türgummi zu sehen ist. So, da drückt sich quasi da durch. Das stört mich gerade tatsächlich. Ich weiß, es ist ein Detail, aber das fällt mir da das auch sehr andersfarbig. Ist tatsächlich auf. So, da drückt sich durch das andere Gummi durch. So. Ganz so zügig wollte ich jetzt nicht fahren, aber... Das ist der erste Gang, der da so durchdreht, ne? Mal ganz gemütlich durchs Wohngebiet tuckern. Hab mir tatsächlich ernsthaft noch überlegt, hier mit dem A23, mit dem Gelenkbus lang zu fahren. Weiß ich jetzt, dass es eine gute Idee war, das nicht zu tun. Ja, ne? I see. Nächste Haltestelle, Müllerstraße, Schulzentrum. So, und ein IC sind wir auch nicht. Von daher... Ups. Links raus? Okay, wieder zurück. Gut. Da ist auch frei. So, da vorne nicht gegen die Barrikaden. So, wo muss man denn da hin? Die Fußgänger sieht man auch top hier bei dem Sonnenschwirr. Das. Ah, schönes Rollo tatsächlich. Ich weiß nicht, und den Dreitürer, vor allem hier mit dem Spiel, hier assoziiere ich immer mit der, ich sag es mal, mit der alten Variante, glaube ich, von Red Gun Karmas. Ich meine, so diese ganz alte Line City-Variante, die wir auch schon mal gefahren sind auf dem Kanal. Ihr habt Vorfahrt. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ihr habt Vorfahrt, aber ja, jetzt auf einmal. Depp. Aber zumindest fahren sie einen großen, wie heißt das, da. Das Ding, was sie halt fahren. So. Eine große Schleife und biegen nicht einmal so quer über den Kreuzungsbereich ab, wo ich stehe. Das machen die ja mal ganz gerne, wenn man die Pfade so verlegt. Und auch hier wieder der Kommentar, das macht die KI nicht automatisch. Die KI ist nicht kacke, sondern das haben die Mapbauer so eingestellt. Ne? Wenn die Pfade so schräg liegen, dann fährt die KI da auch so schräg durch. Das ist, muss man mal ein bisschen differenzieren. So. Müllerstraße. Ich hab grad irgendwas zur Mutter... Alter Latz. Wie war das nochmal mit, wir fahren hier nicht den A23? Stellen die auch hinten ein? Nur mal so? Ich vermute mal nicht, ne? Nee. Macht ja der Originalbus auch nicht. Okay. Dann einmal bitte einsteigen. Könnte ein bisschen dauern. Tageskarte. Ups, da. 6,60, 40 und 3. Bitteschön.
Guten Tag. So, wir brauchen noch einen Fahrschein. Ich will noch mal einsteigen mit dabei sein. Hätten schon mal zumachen, ne? Ja, die letzte, natürlich. Können sie nicht irgendwie ein bisschen früher... Ich weiß nicht, im Real Life rege ich mich über Leute auf, die irgendwie einen Fahrschein brauchen. Das war zu viel. Die einen Fahrschein brauchen und als erstes einsteigen, mit den Rest blockieren. Aber bei so einem Doppeltür ist das eigentlich, finde ich, nicht so ein großes Problem. Haben wir jetzt denn schon volle Hütte oder haben wir noch ein bisschen Platz? Ach, da geht ja noch was rein. Du, auch guck mal, schön bequeme Sitze. Wird mir jetzt gefallen hier. Komfort am frühen Morgen. Kann man mal haben. Gut, so früh ist am Morgen jetzt nicht mehr. Oh, so früh ist er nicht mehr. Ist gut, so 8, ist fünf, fast wieder spät. Ja, ja, sagt der Student. Ja, ja, genau. Ja, was willst du machen, ne? So, einmal um eine Kurve rum. So Deal, so Deal. Ah, das ist aber ganz schön. Das ist ein bisschen eng hier, so. Gut, ab hier kann man ein bisschen. Haltestelle, Bornholmer Straße. So ist das, meine Damen und Herren. So, mal schön mit 50 darunter heizen hier. Ah, freuen sich die Fahrgäste, du, ich sehe es doch schon. Niemand da? Ja, dann Abfahrt. Hui. Also, liebe Kinder, nicht so schnell fahren. Oh ja, das ist gerade noch grün gewesen. Nächste Haltestelle, Elsterkamp. So, was soll das jetzt? Getriebe? Was Getriebe will nicht so... Ach, guck mal. Ja, das wollte mir einfach gerade mitteilen. Du fahr nicht so schnell, du Depp. Ja, kann ich nachvollziehen. So, machen wir mal da ran. Keiner aussteigen. Gut, dann gibt es noch die erste Tür. Hallöchen. Morgen. Alle mal einsteigen, bitte. Guten Morgen. So. Upsala. Blöde Idee. So, wie ich kenne die Linie. Also, absolut. Kommt absolut nicht mehr bekannt vor hier, ne? Nächste Haltestelle: Waldhofen Bahnhofsplatz. Ah. Cool. Wir fahren zum Bahnhof und. Sind am Bahnhofsplatz und haben noch ungefähr 3 Milliarden Haltestellen. Gut. Warum nicht? Danke, Omsi. Dankeschön. Vielen Dank fürs Nachladen. Man muss sich auch mal bedanken, ne? Omsi hat nachgeladen, das ist aber besser, als wenn er es nicht nachlädt, ne? So, wir funktionieren geradeaus. Das macht sagt doch die Busspur. So, solange wir da vorne, dass keiner auf die Busspur hagelt. Ach, guck mal, jetzt geht auch der Hydrolüfter an. Okay. Hört man gleich beim Bremsen nochmal ganz gut, glaube ich. Bahnhofsplatz. Boah, der wird aber voll, du alter Latz. So, ja. Nicht schlecht, ne? Gut, aber steigen auch gut Leute aus. Dann ist ja gut. Hallo. Was mache ich jetzt mit meiner Verfrühung hier? Ich meine, so ein Mütze ist ja okay, aber 1,5 ist nicht in Ordnung. Aber es ist so schön grün da vorne. Ich stehe eh gleich an meiner Ampel, ne? So, eine Minute ist okay. Ja, wenn ich 2 Sekunden früh abgefahren wäre, das wäre nicht okay gewesen. Aber jetzt passt das schon. So, ja, ich muss aber nach links, ne? Dann bringt mir das hier relativ wenig. Ich hätte auf die linkse Biegerspur müssen, oder? Muss ich wirklich nach links? Ich muss tatsächlich nach links. Okay. Ja, ich darf halt auch dem Ding hier fahren, ne? So. Jetzt muss ich mich dann irgendwie reindrücken. Das ist mega dämlich eigentlich. Ich hätte mich echt in die Linksabbiegerspur da irgendwie... Ach genau, deswegen hält er auch da hinten, dass ich noch auf die Linksabbiegerspur komme. Ah. Ihr ins Verstanden. So, von euch lässt sich mich natürlich keiner rein. Da kann ich auch nachvollziehen. Hätte ich auch nicht gemacht. Sich der Bus da einfach reinschlängelt. Finde ich auch nicht in Ordnung. So, wir wollen uns da einmal durchschlängeln. Wie heißt die nächste Halt? Am Stadtring. Ist das nicht der Bahnhof da links? Wir sind doch da. Oder fahren wir jetzt einmal noch um eine Stadt? Keine Ahnung, gell? Naja, gut. Was willst du machen? Oh nee, mit dem Gang ist er blöd. Getriebeskript ist irgendwie... Ich würde es spontan als nicht ganz so ausgereift bezeichnen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich zu der Annahme komme.
So, na, Enzo, weißt du was? Nee, weißt du auch nicht, gut. Das ist ja mal unfancy. Das ist ein Bug, den gab es im A20 auch so schon. Ich glaube, der wurde dann rausgefixt und wir haben die ganzen Mods jetzt allerdings. Also, so, wenn ich jetzt die Haltestellenbremse rein und wieder raus mache, dann geht der Nupsi nicht wieder mit vor. Hier, da, der Haltestellenbremsen-Nupsi, der löst, wenn ich quasi aufs Gas trete, dann geht der im Prinzip weg. Das ist ja mal seltsam, okay. Das heißt, der ist nicht gekoppelt an das, ich habe Haltestellenbremse gedrückt, sondern an, ist die Haltestellenbremse drin oder nicht. Okay. Ihr hins verstanden, ne? Das Problem, so. Dann wollen wir mich auch mal reinlassen hier. Dann ist doch hier der Bahnhof. Genau, ihr habt ja gerade gesehen, ich habe quasi die Türen aufgemacht. Ach genau, hier ist Endhaltestelle. Habt ihr gesehen, ich habe die Türen aufgemacht und quasi ging das Ding rein, obwohl ich es nicht selber reingemacht habe. Das ist so ein bisschen... Ja, okay. Aber wie gesagt, das ist was auch quasi, denke ich mal, so grundsätzlich vom Bus herkommt. Zehner, der brauche ich noch, gell? So. Könnte man aber rausskripten, denke ich mal. Danke, Omsi, Sir. Ach, guck mal, da passt doch alles wunderbar hier. Nächste Haltestelle, Fulda-Straße. Fulda-Straße. Okay, jetzt fahren wir quasi einmal den Ring. Das heißt, alle hätten schon mal aussteigen können, die aussteigen wollten. Und für uns geht es dann noch einmal um... einmal ums halbe Dorf gefühlt. Josh, Waldhofen ist kein Dorf. Ja, natürlich. Ja, genau. Besten. Ja, nee, die Spur ist ja cool. Und ich muss auf jeden Fall auf die Spur, wo der Bus auch gerade schon fährt. Das ist von enormer Priorität. Leute, ey, kann doch nicht sein. Hier ist hoffentlich eine Einbahnstraße, gell? Ich muss nach da. Ich habe gedacht, ich muss nur nach links, aber ich muss ja nach da. So, der Spiegel hilft mir gerade nicht viel. Er ist ein bisschen komisch eingestellt. Man sieht nicht viel in die Richtung, in die man schauen soll. Man sieht viel vom Bus selbst, das ist okay. Aber okay, ich würde ein bisschen anders einstellen. So, guten Tag. Hallo, Fahrkarten. Einen normalen Fahrschein. Wer braucht den Fahrschein hier? Gib doch Monatskarten. Viel cooler. So, und zwei, bitteschön. So, dann wollen wir einmal raus hier, ne? So, und hier kenne ich wieder ein bisschen aus. Fährt ja auch die Ringlinie und gefühlt alles andere irgendwie in Waldhofen rum. Was echt so ein kleines Teil des Lauensbachs, so wie mir da gerade auffällt. Neues Rathaus. So, und ich darf jetzt hier langfahren, weil ich bin ja der Bus. Ja. So, das neue Rathaus. Okay. Das alte ist kaputt. Ne? Das haben wir nicht mehr, das hat nicht mehr funktioniert. Haben wir Techniker geschickt, aber nee, das wollte nicht mehr. So, das alte Rathaus ist bestimmt zu einem... genau, das hat einen Platten. Das ist ein Plattenhaus geworden. Vom Rathaus zum Rathaus mit Platten. Aha, wegen Rad. Ja, ist schon lustig, ne? So... Frage ist, wo wir jetzt lang müssen. Ich habe keine Ahnung. Links rum, so wie es aussieht. Macht das unsere Spur auch oder ist das nur für die... Ich glaube nicht. So. Das ist die Haltestelle. Okay. Genau. Das finde ich auch für die coole Haltestelle eigentlich. Ist auch mega cool gemacht. So. Wie ist halt Hof tatsächlich untergegangen? Gut, das liegt wahrscheinlich auch nicht zuletzt noch an der Performance, die so ein bisschen... Naja... Bezeichnen wir es mal als stark mittelmäßig ist. Wäre zumindest eine Erklärung, warum das Ganze jetzt nicht ganz so den Anklang findet. Ja, schlimm. Ganz schlimm. So, 1,60 bitte, danke. Hallo. Hallo, fährst du gerade nach Pforzheim? Du hast gehört, auf der B10 staut sich. Ja, ganz schlimm, gell? Ganz schlimm, Mofi. Ich habe mir das falsche Ticket ausgedruckt. Mensch, das muss ich in Storno schreiben, du. 40 und 3. Bitteschön. Kann ich einen Storno drucken? Ich kann keinen Storno drucken. Oh ja. Dann gibt's da keinen Storno. Okay. Ja, geht aber noch von der Füllung her. Hier vorne will sich noch keiner hinsetzen bei mir. Ja, ist okay. Ein rechter Platz ist leer. Ich wünsche mir, keine Ahnung. Ist mir gar nicht sicher alleine. Fast noch cooler, weil da guckt man keiner über die Schulter. Muhaha.
Josh22 ist YouTuber und möchte das Ganze zuschauen. Was ist denn das bitte für eine Spiegeleinstellung? Also das sind so kleine Details, die, weiß ich nicht, sind zwar wirklich sehr detailliert, aber das triggert dann einen schon so ein bisschen im täglichen Fahren. Ich weiß gar nicht, ob der andere Spiegel genauso ist oder ob der besser ist. Guck mal, wir sind bald da. Haha. Wenn ich jetzt auf die andere Spur ist. Aber ich muss ja grob nach links, weil wir fahren ja im Prinzip einmal um den Block. Ach, das ist eh geradeaus. Okay. Ah, dann geht das ja, ne? Können wir müssen im Prinzip nochmal einmal die Linkskurve kriegen. Das ist jetzt assi, ne? Muss da mal durch. Ich muss da mal durch. Danke. Dankeschön fürs nicht durchlassen. Ja. Ja, alles ist gut. Alles ist noch. Aber viel hier los ist um die Uhrzeit, ne? Ah, steigt mal alle ein hier. Wir haben noch ein bisschen Platz. Guten Morgen. Ja, es ist kalt draußen. Ich weiß. Ist unglaublich kalt. Wir werden alle sterben. Guten Tag. Ja, Josh, wo ist die Klimaerwärmung hier? Die Fahrgäste frieren alle in Omsi. So sieht es nämlich aus. Ja, genau deswegen machen die diese Bewegung. Wenn ich da vorne nach links muss, habe ich natürlich ein Problem. Aber das sieht dann spurenmäßig noch relativ gut aus. Weißt du, das waren die auf der rechten Spur, sind dann auf der linken. Deppen. Hoffentlich muss das echt nicht auf die linke Spur gehen. Nächste Haltestelle, Herderstraße. So, geradeaus, geradeaus, geradeaus. Die sieht auch noch abbiegen aus. Ja, geil, guck mal. Ihr seid so blöd. Also die KI jetzt. Ich hätte mir auch links anstellen können, aber schon mal selbst die Linie sagt, ich muss auf der Spur fahren. Ein bisschen schnell gewesen. Will jemand aussteigen? Ich sehe den Haltewunsch nicht. Ach doch, das ist ein Haltewunsch. Ja, was wollen die auch aussteigen hier? Mensch, ich muss einmal bis zum Bahnhof mitfahren. Was sagt denn die Füllung? Ja, geht aber, ne? Da gut Stehplätze definiert, von daher. So richtig schön mal die Spur blockiert. Hier, da freuen sich die ganzen anderen Autos. Der rückwirkende Verkehr. Wobei, dann sind die wahrscheinlich eher mal auch mal gewillt, mit dem Bus zu fahren, weil wenn ein Auto auch lang dauert, dann kann ich auch gleich einen Bus nehmen, ne? Nächste Haltestelle, Clemensweg. Ich muss einfach die Leute dazu bringen, dass sie hier mehr Bus fahren im Waldhof. Das ist von allerhöchster Priorität. Kennt ihr noch Brio? Nee, wirklich, Holzeisenbahn. Kennt ihr das noch von früher? Also ich weiß, ich hatte so ein paar Teile, glaube ich. Das war doch mit der Holzeisenbahn, gell? Da gab es noch irgendwelche mit Murmelbahnen. Hieß die nicht auch noch so ähnlich? Aber ich glaube, Brio war die Holzeisenbahn. Ja, irgendwie sowas war das. War immer ganz witzig. Hallo. Mit Brücken und sowas. Und ach, das war... Ich fand es ganz witzig. So die Modelleisenbahn des sehr, sehr, sehr kleinen Mannes. Im Kindergartenalter. Aber hey. So, danke, lieber Bahnhof, fürs Nachladen. Du warst halt schon mal da. So, bling boing, sind der Fahrgäste, nächster Halt. Achso. Bitte beachten Sie, diese Fahrt endet hier. Bitte alle aussteigen. Dieser Bus endet dort. Ich meine, das ist ja, glaube ich, irgendwie durchgeschleift auf die 950. Irgendwie sowas in der Art. Von daher, ja genau, 150. Auf dieses, glaube ich, irgendwie durchgeschleift. Bleh. So. Hat gereicht. Ja, locker easy. Guck mal. Gar kein Problem. Naja. Gut, ich würde sagen, das war's für heute. Jetzt kann ich gleich ein schönes Thumbnail aufnehmen. Mensch, Kollege, du. Ja gut, da muss ich was am Anfang nehmen. Macht's gut, ich bin fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Da ist ein bisschen Platz. So. Setzt uns ja schön in den Bus. Ich mag die Sitze. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.